Heißt das, dass ich denn hier nicht reinkomme in diesen Außenposten? Sieht so aus, wa? Gut, dann... Kannst du mich mal gerne haben, wirst du? Oder muss ich mich jetzt erst wieder mit denen verbrüdern, damit die... Letzter Tag? Scheiße, bin der Meinung, dass letzter Tag ist. Auf jeden Fall, habe ich mich mit Dingens verlobt und wir waren in der Kiste und haben zusammen, gesoffen und, ja. Hier mit Sally, wisst ihr? Mit, so weit sind wir jedenfalls. Da! Jetzt! Ach du Scheiße, was ist das denn? Noch eine Kaufaria. Von diesen Orten konnten sie damals nicht genug haben. Volltreffer. Was ist er? So. Das ist ein 13er, da hab ich ja richtig zu tun an dem, wa? Miniboss. Das war kritisch. Ist überhaupt nicht kritisch, den Mike einfach mal platt, Mann. Miniboss. Ja, ja, ist gut. So. Oder auch nicht. Und hinterher? Ach, schade eigentlich. Das waren 13, dann hätte ich mal richtig abgenuckelt, den Typen. Dann hast du etwa 75%. Cool. Der Miniboss jetzt wieder alle seine Energie wiedergekriegt? Ja, natürlich ziemlich schlecht. Der Dumme ist, ich hab null. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr zum Aufladen. Ja, nichts mehr. Da bin ich noch am Überlegen, was ich da falsch mache. Also wo ich noch neue... Was macht man hier mit? Ein Rollstachel. Also wo bekomme ich... Alter.
Ach du, jetzt fängt er wieder von vorne an. Gut, Alter. Bloß weil ich mich eh mal weggedreht habe. Oh, nicht schlecht. Jo, Neuner. Ist jetzt nicht viel besser, ja? Ich ruf hier, ich ruf. Wie lange sollten jetzt hier rumstehen? Muss ja irgendwie EP weiter einsammeln. Gut, dass ich nächste Woche Frühschicht habe. Aber ich muss bis 15 Uhr. Bin sogar 16 Uhr alt. Gut. Gut, dass. Also, mein lieber Freund, wir sind gut weitergekommen letzte Woche. Also, du kannst nicht sagen, dass wir nichts geschafft haben. Polier Schnürschuh. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Was ist denn das gewesen? Wo ist denn diese Piste? Lass mich raten, ich komme an die Kiste nur ran, wenn ich die Deppen da kille, oder was? Da ist die Kiste. Vollgipsbein. Ungewöhnlich, okay. Die fliegenden Typen, die gehen mir richtig auf den Sender. Jetzt zeigen die Uffe Pass. Ja, nun lad doch den Brückending nach. Jetzt hat er mich. War der Dicke erstmal. Jetzt suchen wir uns den kleinen Boss. Die fliegenden Bekloppten, die weiß ich noch nicht, wie wir die kriegen.
Aber ja, gute Punkte, oder? Ihr habt ihr gute Punkte? Stufe 9. Er will wenigstens Stufe 10 kriegen. Wo ist denn der Mini-Fatzke? Wo ist denn der Minibus? Ach, hier ist er doch. Alter, gut dauern. Hab ich ihn? Pass auf die. Mal zwischendurch schnell so ein Kuscheltier eingesammelt. Wo ist denn der letzte? Ich hab ja mal gekillt, Alter. Mr. Kravo, entschuldige bitte. Ein wunderschönen guten Abend. Moin ihr alle, schönen Samstag wünsche ich gleichfalls. Solange das Karma existiert, wird sich die Welt verändern und alle ändern sich mit ihr. Was soll ich denn mit diese Riegel ständig? Ich möchte ganz gerne mal, Oh. Selten. Das ist aber wenigstens mal was Vernünftiges. Man könnte mal gucken, ob man noch eine Waffe wieder nachrüstet. Schicker Zauberhut, gefällt mal, Kopf. Aber ist leider lange nicht so toll wie den, den wir aufhaben. Schade. Weil ich glaube, hier sind wir recht sicher. Hier könnten wir mal gucken, ob wir was basteln können. Weißt du schon, was du machen willst? Hm?
Ein Reststück. Radbolzen. Ach, dafür bräuchte man eine Schlacke. Den Bodoman. Es hat geklappt. Was auch immer passiert ist. Auf jeden Fall haben wir aus dem Lederwrack von 1,5 Sternen jetzt 2 Sterne gemacht. Das ist schon mal cool. Krass. Wieso die Mütze? Wer hat denn die Mütze bitte? Nein! Ich wollte gerade sagen, oh, jetzt ist hier aber mal Zampano, mein Freund. Da ist ein Bleistift in der Seite jetzt drin. Seht ihr das da? Okay. Ja, baut an. Schicke Hose. Kann man jetzt sehen, wie man möchte, oder? So. Andererseits ist mir das cool. Okay, also an den Schulterteilen kann man anscheinend nichts machen. An der Jacke, da konnte man nur noch ein bisschen was machen, oder? Hier, hier geht ja noch was. Rüstung 440. Die Welt kann kommen. Genau, bau mal an das Ding da. Zack. Warum nicht? Wer sagt denn bitte schön, dass es hübsch aussehen sollte, Ding? Wo ist der Radiergummi? Was denn für ein... Achso. Nee, das ist kein Bleistift. Das ist diese komische Spitze da, diese komische Ding. Weiß ich nicht. Wie sagt? Wer sagt denn, dass der hübsch aussehen soll hier? Der soll funktionieren. Ausrüsten. Herstellen. Ich möchte sagen, wir können an der Waffe irgendwas herstellen. Da, das liegt doch. Da ist ein Stern dran, ne? Hm. Was ist denn jetzt, was soll denn der Stern jetzt sagen da an der Stelle? Ja. Lull. Können wir dort was dran machen? Oh. Nee, das ist ja der.
Das waren die Teile, die... Ja, gut, okay. Okay, Leute. Okay. Ja, sieht ein bisschen merkwürdig aus, war, aber ist okay. So. Unser Kampf geht, ich würde sagen, raus und dann rechts hoch, oder? Oder? Hier zu der Höhle würde ich ganz gerne gehen wollen. Dann gehen wir hier hin. Und dann kommen wir da hin. So würde ich jetzt sehen. Einmal hier oben komplett rum. Dann hier hin. Und dann bewegen wir uns so langsam nach Westen hoch. Ja? So, hier waren wir ja nun schon, oder? Die Sonne ist noch weit entfernt. So sieht es nämlich aus, mein Freund. Durchdringen? Ich hätte jetzt gedacht, es wird besser. Okay. Also ich bin zufrieden, oder? Was sagt ihr? Was ich interessant finde, ist, dass die Gegner, die wir eben hatten, die waren Stufe 3, Stufe 13, ja. Ich glaube nicht, dass die jetzt weniger wären. Sind wir zu schnell in der Bewegung? Müsste ich andere Quests erst noch machen, bevor wir, weil guck mal, wo wir jetzt hinkommen. Eigentlich stehen wir kurz vor dem Gegner. Außenposten. Ein legendärer Ort des Ankati-Stamms. Ja, die wollen mir ja wahrscheinlich Uni helfen. Oh ne. Trotzdem werden wir erstmal vor der Tür pullern. Mal sehen. Ich bin der Meinung, wir sind zu schnell unterwegs. Oh. Warnt dich von deinem Bündnis mit einem anderen Stamm zu wissen. Scheint alles über dich gehört zu haben. Gut, wollen wir nicht weitermachen? Mir rufen. Ich glaube, wir müssen erst eine andere Mission fertig machen, bevor wir bei den Stämmen hier weiterkommen.
jetzt wir auch wieder nach unten zu dir in die andere Welt. Mal also in die Schattenwelt sozusagen. Ja. Wir werden uns hier oben noch weiter bewegen ein bisschen. Ups. Richtig? Ach, Micha, was machst du denn? Je tiefer die Nacht, desto dunkler. Das sieht nicht gesund aus, wo ich hier bin. Du hast das Dorf Hubeldun ausfindig gemacht. Wie heißt es? Hubeldun. Hm. Und das ist jetzt gesund für mich oder nicht gesund? Hm. Aha, cool. Liegt hier einer? Was ist das? Ja, da liegt einer. Das ist auch so ein... Was wollten wir denn? Wir wollten ein bisschen Schmarrn verkaufen, wa? Ruheplätze. Du hast einen Ruheplatz gefunden. Hier kannst du Gesundheit und Ki-Energie wiederherstellen oder einfach etwas Zeit totschlagen. Aha. Bittet dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Bestimmt findest du, was du suchst. Gucken wir mal. Sagt, dass es normalerweise eine Warteschlange gibt. Heute aber dein Glückstag ist. Erzählt er mir wahrscheinlich jedes Mal. Okay. Das sind anscheinend Altbauteile, die ich bei mir nicht anbauen kann. Schade. Den haben wir abgebaut, den können wir verkaufen. Der bringt auch keine Punkte hier. Verstehe ich nicht. Den würde ich ganz gerne noch behalten wollen. Vielleicht. Eine Schraube. Für einen guten Preis verkauft. Ja, sehe ich mir genauso. So. Nahkampf. Was ist das für ein Kleidungsstück? Wo hängt den her? Nanüchen. Wo hängt den her? Jetzt bist du reicher als vorher. Sie sagt ja, mein Freund. Du reicher als vorher. Das ist meistens so, wenn du was verkaufst, oder? Was ist denn mit dem... Warum halten den Rock nicht an? Welchen Rock habe ich denn an? Rucksack? Nee. Okay. Irgendwas wird es irgendwann gut sein. Ich weiß es. Ich bin da ganz tief überzeugt von. Im tiefsten Innern. Das erschien fair.
Prügelwarenhändler. Die Nacht ist gefährlich. Peng-Peng-Händler. Und aufregend. Und Waffenverbesserungs... Keine Ahnung, was. Behauptet, dass du nirgendwo best. Jetzt sagt mir jeder Händler irgendwie. Aber das ist so typisch, wa? Jeder Händler ist der Beste. Datten. Ach, guck mal, was wir da haben. Versteht nicht, warum kann ich die nicht anbauen? Sind die nur für, ach, die sind für Fernkampfwaffen, jetzt kapiert das. Halt klar. Das sind die, die ich benutzen kann. Eine feine Investition. Ja. Mündung. Die Mündung sieht jetzt nicht so aus, als wenn ich die bei mir anbauen könnte. Und genauso wie die Dinger kann ich auch nicht bei mir anbauen. Okay. Nagelstachel. Erhöht die Reichweite um 12 Meter. Das ist doch nichts für meine Waffe, oder? Ein Schnäppchen. Das weiß ich noch nicht. Waffenverbesserungswerkbank. Die besten Geschichten drehen sich um Helden. So, die dies suche ich jetzt aber. Ist so eine Geschichte. Wo ist die Waffenverbesserungswerkbank? Eine Tür aufgemacht?